Tom's Talk Time, Episode 765. Immer mehr Menschen haben Angst vorm Älterwerden. Aber ist das Älterwerden wirklich eine Strafe oder vielleicht sogar eher eine Belohnung? TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute hier aus dem winterlichen und doch sehr sonnigen Dubai. Wir sind wieder in unserer Winterdestination angekommen und genießen hier aktuell bei angenehmen 29, 30 Grad den Spätherbst in Dubai. Es ist wirklich traumhaft. Das Wasser hat auch noch ungefähr 29, 30 Grad, Lufttemperatur genauso, also es ist einfach perfekte Zeit momentan. Das heißt, wenn du gerade dem miesen Wetter in Deutschland oder sonst wo entfliehen willst, ab in den Flieger und komm einfach für ein paar Tage hier rüber, Sonne tanken. Es ist genau richtig. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ich liebe diese Zeit. Aber darum soll es heute jetzt gar nicht gehen, sondern um das Thema Älterwerden. Und zwar ganz konkret Angst vorm Älterwerden. Wer kann sich nicht an seinen lang ersehnten 18. Geburtstag erinnern? Yay, endlich volljährig. Endlich darf man alles machen. Man ist erwachsen. Naja, zumindest auf dem Papier. Die nächsten großen Geburtstage sind dann meist die Runden. Also die 20 ist auch noch cool, weil man sich jetzt plötzlich viel reifer fühlt als diese ganzen kleinen Teenies, mit denen man dann jetzt nichts mehr zu tun hat. Wenn man die 30 voll macht, ist man meist wirklich mitten im Leben. Berufliche Karriere ist meist gut angelaufen, viele haben schon eine Familie gegründet. Mit 30 ist man dann definitiv wirklich reifer, nicht nur im Kopf oder nicht nur vom Verständnis her oder vom Gefühl, so rum. Ja, und dann geht's für viele los. Wenn einmal die 40 erreicht ist, gibt es ein sehr spannendes Jahrzehnt, welches oft von vielen Hochs und Tiefs geplagt ist. Die Karriereleiter ist hier bei vielen Leuten schon recht weit erklommen und der Familienalltag ist meist mittlerweile reine Routine. Aber was kommt jetzt? Die 40er sind vermutlich das krasseste Jahrzehnt, wenn es um das Thema Midlife-Krisen geht. Durch den vorhandenen Alltagstrott, durch das immer höher, schneller, weiter unserer Gesellschaft, stellen viele ihr Leben und auch den Sinn dessen oft in Frage. Man hat ja soweit alles erreicht, was man erreichen will oder nicht. Die Frage ist dann oft so, was kommt jetzt? Ändert sich überhaupt noch was? Für einige ist der 40. Geburtstag auch emotional echt schwierig, weil man dann ja nur noch, in Anführungsstrichen, 10 Jahre von der 50 entfernt ist. Und mit 50, hey, da ist das Leben ja bekanntlich so gut wie vorbei, oder? Das weiß doch jeder. Naja. Ja, der 50. Geburtstag ist sicherlich wieder ein ganz besonderer, runder Geburtstag. Es ist immerhin ein halbes Jahrhundert. Ein halbes Jahrhundert. Normalerweise würde es den Hashtag geben, read it again oder hear it again. Es ist wirklich viel. Es ist eine riesige Zeitspanne. Ich habe schon öfter mitbekommen, dass es einige Menschen gibt, die vor diesem Geburtstag sogar wirklich richtig krass Angst haben. So, als wenn das Leben danach wirklich dann, bam, sofort zu Ende ist. Aber hey, es ist nur der 50. Geburtstag. Natürlich ist der 50. ein ganz besonderer Meilenstein. In den letzten Tagen, also wenn ich so an meinen jetzt zurückdenke, in den letzten Tagen, als bei mir noch eine 4 vorne stand und die 5 immer näher und näher rückte, ja, ich gebe es zu, war ich auch etwas melancholisch und habe viel darüber nachgedacht. Über mein Leben, über meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Und es ist schon ein komisches Gefühl, dass man jetzt mit 50 mit ziemlich genauer Sicherheit sagen kann, dass man jetzt wirklich seine eigene Halbzeit auf Erden überschritten hat. Und mal ganz ehrlich, wenn du auf dein eigenes Leben zurückschaust, egal, ob du jetzt 40, 50, 60, 70 oder in einem völlig anderen Alter bist, ist die letzte Hälfte deines Lebens nicht unheimlich schnell vergangen? Wenn ich mir so zurückgucke, so die letzten 25 Jahre, das ist so, wo ich mir denke, Moment, war ich nicht letztes Jahr erst 25?
Also das ist irgendwie so, diese 25 Jahre, die sind wirklich so bam, bam, bang. Die sind so geflogen. Das war wirklich wie ein Maschinengewehr. Das hat einfach nur gerattert, wie die Jahre plötzlich auf einmal dahin sind. Zumindest kommt es mir persönlich so vor. Und von dem Gespräch mit einigen anderen habe ich das festgestellt, dass es denen wohl ähnlich geht. Mir geht's wirklich so, als wenn mich meine 20er, 30er und 40er wirklich wie im Zeitraffer echt verflogen sind. Und ich frage mich oft, lagen da wirklich immer genau 10 Jahre dazwischen? Also ich meine, waren die 10 Jahre auch wirklich gleich lang? Oder gab es vielleicht ein Ungleichgewicht im Sonnensystem, irgendeine planetarische Konstellation, dass die Tage und Nächte einfach kürzer wurden und dadurch die Jahre schneller verflogen sind? Also ich hoffe ja noch, dass das irgendwann wissenschaftlich bewiesen wird, dass ich mir das nicht nur einbilde, dass das so ist, sondern dass die Jahre wirklich kürzer geworden sind. Bei mir kam auch kurz, muss ich schon gestehen, ein Anflug von Angst. Irgendwie so dieses Bewusstsein der eigenen Endlichkeit. Aber dann, ich weiß nicht genau, was den Auslöser gab, dachte ich an viele Freunde, Bekannte und Familienmitglieder, die ihren eigenen 50. Geburtstag gar nicht erst erreicht haben. Die teilweise noch nicht mal ihren 40., 30. und ja, ein paar sogar noch nicht mal ihren 20. erreicht haben. Und das waren so die krassesten Beerdigungen, auf denen man war, wenn ich so mal so die Jahre zurückdenke. Dieser Moment, wo mir das so klar geworden ist, hat bei mir echt einiges verändert und das war von einer Sekunde auf die andere, spürte ich auf einmal eine unheimlich tiefe Dankbarkeit. Dankbar dafür, dass ich meine 50 Jahre erreichen durfte. Denn viele Menschen haben dieses Privileg leider nicht. Und ja, ich sehe das mittlerweile wirklich als Privileg. Das Privileg, älter werden zu dürfen. So wie ein Meilenstein in einem Projekt. Wie bei einem Marathon, sagen wir, besser bei einem Ultramarathon, weil wir wollen ja nicht nur 42 Jahre alt werden. Alle 10 Kilometer ist ein neuer Meilenstein erreicht, auf den man stolz ist. Oder wie in einem Businessprojekt. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und wenn man jetzt die 10 Kilometer mit 10 Jahren in Bezug setzt oder als Vergleich nimmt oder als Metapher nimmt, so rum, ich glaube, dann wird es sehr deutlich. Ich hatte auch noch nie wirklich eine richtige Angst vorm Älterwerden. Aber wie gesagt, kurz vor meinem 50. war ein leichter Anflug da, bis eben zu dem Moment, als mir diese Besonderheit bewusst wurde, über meinen 50. überhaupt erleben zu dürfen. Denn ich lebe. Und mir geht's gut. Ich bin gesund. Ich habe eine tolle Frau, habe ein wunderschönes Leben. Und dafür bin ich dankbar. Unendlich dankbar. Und ja, so blöd es jetzt anhört, auch wenn ich gerade erst 50 geworden bin, aber ich freue mich jetzt tatsächlich auch schon auf meinen 60. und auf die kommenden runden Geburtstage. Immer in der Gewissheit, dass es leider viele Menschen aus meinem persönlichen Umfeld geben wird, die das leider nicht erreichen werden. Ich hoffe, ich konnte dir, sofern du dir auch schon mal deine Gedanken dazu gemacht hast oder gar vielleicht sogar auch wirklich Angst vorm Älterwerden hast, ein wenig diese Angst nehmen und vielleicht deinen Blickwinkel darauf ein bisschen verändern. Und zwar von Angst vorm Älterwerden zu in Dankbarkeit älter werden. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch viele, viele runde Geburtstage mit viel Dankbarkeit, die du spüren wirst. In diesem Sinne, alles Liebe hier aus Dubai und denke mal dran, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ciao, mach's gut, dein Tom. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Und wenn du jetzt eine Idee hast, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann hilf mir, diese Goldstückchen zu verbreiten und leite ihm den Link zur Episode jetzt doch einfach weiter. Und zu guter Letzt, denke immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.